Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Genau, heute ist Endspurt angesagt auf der Terrasse. Da Rundbogen rein, also das heißt rundes Fenster, das eben zumauern, dann ist hier abgehakt. Abgearbeitet, dann geht's weiter. Ja, dann geht's Giebel, Schießfest müssen wir dann noch eben drüben, das und dann geht's drinnen weiter. Mal gucken, wie das Wetter immer ist. Aber heute kriegen wir es fertig, ne? Ja, das wollen wir heute, das ist heute Ziel. Also eigentlich ist das machbar, ne? Also wirklich. Ihm dann noch Zipfel mitzunehmen bei rauf, ja, da noch einen Roller rauf. Früher los, wenn das so ist, dann ist das so, dann mach ich den Rest alleine fertig. Es soll überhaupt eins wie regnen, ne? Echt? Ja, das Wetter ist hier bei uns natürlich jetzt im Hochsommer, ne? Echt? Ist nicht so geil. Nee, deswegen sage ich, habe ich ja für drinnen alles bestellt, dass wir springen können. Ich will immer was machen und habe kein Material. Ja, das ist so. Ja, wir haben neue Mikros. Das letzte Video war ja nicht so nice mit uns beiden. Hatten wir ein bisschen billigere Mikros gekauft. Haben wir jetzt doppelt gekauft. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Jetzt haben wir mal wieder richtig gute, lieber nochmal. Da haben wir mal wieder Geld dafür ausgegeben. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass es besser. Hallo? Und hoffentlich gehen nicht direkt kaputt, ey. Ne, so wie die anderen. Ja, auf dem Bau ist es immer schwer, ne? Wir haben den Staub und Regen und hier. Wie gesagt, die haben wir draußen liegen lassen, ne? Im Regen und so. Ja, ja. Okay, jetzt fangen wir an. Hast du Bock? Ah, ich hab Bock. Super. Let's go. Fertig. Muss fertig. So, Hauke macht jetzt erstmal Schaufel sauber. Schaufel muss sauber, muss. Zum Schaufeln. Ja, ich bringe hier mal eben in der Zeit, Hauke macht jetzt mal eben Mischung. Ich mache hier schon mal eben Lotstriche ran. Ne, damit, hier kommt eine 11,5er Wand zwischen, wie drüben auch. Damit Hauke hier vernünftig Lot recht hochmauern kann. Ne. Zack. Das ist Haukes Vorgabe. Der mauert ja heute wenigstens mal gerade. Ein Spaß. Ja, den braucht er da nur gegenmauern. Das hier machen wir auch ohne Schnur, das werden wir so mauern. Hauke macht noch Mischung. Was ist los, Puppe? Mischung, ne? Mischung. Ja, Hauke macht noch Mischung. Mischung. Ja. Ach man, Hauke, der ist heute gut drauf, glaube ich. Das ist gut. So, ich mache Schaschlik heute. Heute machen wir Schaschlik im Video. Ja, heute gibt es zum Frühstück Schaschlik und zum Mittag. Hauke macht so gerne Schaschlik. Im Moment, ich will ihm auch mal einen Gefallen tun, weil er hier auch ein bisschen öfter gerade hilft. Dann braucht er gutes Essen, ne? Guter Arbeiter braucht auch gutes Essen. Hauke mauert jetzt die beiden Felder. Denke ich, ne? Die sehen ja so aus wie da. Ja. Und ich mauere eben das Kutschenrad da rein. Das hält ein bisschen länger auf. Mal gucken, wer schneller ist. Ja, du. Du, ich muss schneiden, die Sau, Junge. Aber dann kannst du da noch die Sulbank, die Rollstich meine ich. Ja, dann den Zipfel noch. Zipfel noch. Ja. Und vielleicht bin ich auch schneller. Oh, wenn ich das schaffen würde, jeder ein Feld. Ich das Rundrad mit und du das. Nein, das ist unmöglich. Nee, ist das mal. So. So, letztes Mal im Video haben wir gesagt, wir kloppen alle Steine. Jetzt ist natürlich, ja, das ist nicht richtig gedacht. Wir kloppen die drei Viertel, die an der Ecken. Na, hat gejuckt. Nee. Ja. Ich habe ihn nicht drauf. Schade. Sorry, ja, der steht irgendwie komisch. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Bei sowas schneiden wir die Steine, auch die rustikalen, weil sowas kannst du nicht kloppen, die brechen irgendwo weg. Ne, nur das haben wir ein bisschen falsch erklärt. Wir meinen damit die da drumherum. Die drei Viertel, die hier, sowas an der Ecke, das hier. Ne, weil das sieht gekloppt, finde ich, beim rustikalen besser aus und beim glatten schneidet man die, weil die alle glatt sind. Ja, ne, wir haben das ein bisschen falsch erklärt. Aber alles gut. So, jetzt gehen. Let's go, ne? Wir legen mal eben an die ersten Schichten, oder? Hauke? Ja. Hauke? Ja. Du musst aber aufpassen, ne, dass du die ausgesetzten, ne, die will ich da oben haben und hier unten. Ne? Andersrum. Ja, nicht. Ja, genau, das soll andersrum. Nicht, dass das genau. Ja. Hast du ja schon dreimal erzählt. Nicht, dass das nachher wieder kommt aus Versehen. Oh, ich hab's vergessen, aus Versehen. Ja. Nein, das mag ich nicht. Das ist gut. Einmal hier für euch. Der ist ein Puma, ne? Mann. Ich kann da auch nichts für meine Hose. Hose hoch. Ja, hier sind jetzt natürlich schon die Höhen vorgegeben, ne? Das Fundament ist gerade. Jetzt brauche ich nur da auf die Schicht achten. Wasserwaage rauf. Die sollten waage laufen hier. Na. Ja, das machen wir so. Ja. Ja, und jetzt nehmen wir euch mit dem kleinen Zeitraffer, oder? Hobby? Genau. Okay.
Was sagst du eben? Ja, Howie muss das da ein bisschen hintricksen mit dem Verband, ne? Das ist ja auch keine 75, sondern 73 oder so. 73? Hm, ich glaube schon. Der Pfeiler hier passt nicht ganz zum Haus mit überein. Der hier. Das ist ja auch ein anderer. Junge. Die Flex, Stein, Alter. Den habe ich mal damals geschenkt gekriegt. Oh, zeig mal deine Flex. Ah, die geschnittene Kante macht man immer in. Okay. Na, dann muss ich schneiden. Nee, mach ich nach außen, da habe ich so einen großen Steg. Das muss ich mal eben nach da machen. Ja, okay, mach das. Dann muss ich nur die. So. Ja? Dann muss ich nur die kleine Lippe wegschneiden, weißt du? Ja, okay, mach das so. Alles gut, du machst das schon. Du kannst das ja. Hier Pause, John, oder was? Nee, mal eben hier. Immer noch. Du hast doch auch Hunger, oder nicht? Ja, ich hab auch Hunger. Ja, siehst du, dann haben wir eben da. Zum noch. Frühstück hier im Schaschlik, oder? Oh, nee, eben ein Schaschlik rauf, wenn gut ist. Kohlen sind schon drin. Ja, ein paar müssen wir noch rauf, ne? Ja, ja. Ein bisschen Hitze brauchen die auch. Dann schiebt man das von rechts nach links. Geil, heute gibt's zum Frühstück Schaschlik, ne? Dann tun wir das auch. Heute ist Schaschlik-Tag. Ich esse Fleisch, oder? Fleisch immer. Heute ist Schaschlik-Friday. Ja, heute ist Schaschlik-Freitag. Den erfinden wir jetzt immer. Das Ding ist, ne, ohne Witz, da bin ich ganz ehrlich, das ist einfach, eigentlich einfach. Das Ding, was hat das gekostet? Ich glaube, 80 Euro oder ein Huni, lass das ein Huni gekostet haben. Der Grill, oder? Ja, den kannst du immer wieder benutzen. Den kannst du jetzt so zusammenklappen, auch schön klein. Ja. Den kannst du so in deiner Hand nehmen. Dann holst du dir so ein geiles Paket, die hat Hauke mitgebracht, der war extra gestern noch einkaufen. Ein schönes Paket vom Russenmarkt. Mixmax. Ja, Mixmax. Mixmax. Ich habe da so einen Fisch noch geholt, ne? Alter. War gut? Ja, so einen geräucherten Fisch da von der Theke. Alter Falter, ey, sowas Leckeres habe ich lange nicht. Die können essen. Das können, machen, also das können die. Ich esse sehr gerne russisch. Also auch mit diesen Teigtaschen, wie heißen die? Piosch, nee. Bei dem einen Bauherrn. Was heißt Piosch? Ist er polnisch, keine Ahnung, keine Ahnung. Pimini? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Darf ich hier mal? Ja. Bei einem Bauhändler in Raden. Weißt du noch? Ah, nee, da warst du nicht mit den Tag, wo die Essen gemacht hat. Alter, jetzt haben wir die Finger. Der am liebsten wird da eingezogen. Erzähl mal vom Richtfest mit dem Karpfen. Oh, ja, okay, da bei Fischen, bei manchen Fischen sind die Russen aber auch komisch, ne? Karpfen, und dann lagen da so 6 Stücken, das weiß ich noch, 6 Stücken lagen da auf so einem Teller, ne? Und das war ein großes Richtfest. Ich denke, oh, das muss ja was Besonderes sein, wenn das nur 6 Stücken sind. War das gekochter Karpfen oder so, ne? Ey, aber das sah lecker aus. Ja, der sah richtig geil aus. Ich denke, oh, ich habe nur die großen Griechen gesehen. Ich wusste auch nicht, was das für Fisch ist, ne? Und dann setze ich mich an den Tisch und alle Russen gucken mich an, ne? Weil die denken, dieser scheiß Deutsche, Alter, der nimmt meinen gekochten Karpfen weg, der nach Scheiße schmeckt. Und dann hänge ich da am Tisch, Alter. Ich hab fast gekotzt. Du kotzt am Tisch schon. Ich immer nachgetrunken, Alter. Dann hab ich mir das Ding da reingewirkt, ne? weil die gucken ja alle. Warum hast du nicht Chef das gegeben? Der wollte auch nicht essen, ne? Der sagt, der schmeckt eklig. Er sagt selber, das schmeckt eklig. Na gut, Schaschlik, da holen wir ihm eine Schüssel und dann spießen wir einfach rauf gleich. Wollen wir jetzt schon aufspießen oder eben einmal durchgehen? Nein, wenn wir rauflegen. Bevor wir rauflegen, machst du spießt auf und schmeißt rauf gleich. Achso, ja. So. Ja, jetzt sind wir hier schon an der Höhe angekommen. Jetzt kommt das Kutschenrad, wird hier eingemauert. Zack. Aber da kommt eine Rollschicht rundherum. So. Und dann geht das rundherum einmal. Dann sieht das so aus wie da. Und da nehmen wir euch jetzt mit, wie wir das machen. Erstmal ermittle ich mir jetzt die Mitte hier vom Pfeiler. Damit das auch mittig ist, auf jeden Fall. 64,5. So, das soll jetzt Mitte sein. Immer einmal gegenmessen, ob das so ist. 64,4 passt. Ja, Millimeter, Mann. So, den Strich hole ich mir nach außen hier, damit ich den auf See gleich. Weil da kommt jetzt Mischung raus, ne? Den musst du dann ja von außen eben sehen. Machst hier einen Strich in der Mitte vom Stein. Alles Mitte. Nach außen. Mit Auge. Eins zugehabt, eins auf. Ja. Das ist jetzt der erste Strich. Oh, hier ist nicht vollfugig. Zack. Das muss man auch immer machen. Ne? Die Vollfugigkeit. Wenn wir schon nicht mehr voll sind, hau ich dann. Aber wenn ich sehe, die Fugen. So, Mitte. Jetzt musst du das natürlich auch eben messen, ne, dass es auch mittig ist. 7 zu 6,5. Passt. Zack. Das ist unser Grundstein. Unser erster. Stein vom Rundbogen, ne?
Und dann geht's so weiter. Und so geht's jetzt rundherum. Jetzt habe ich hier eine Schablone. Die halte ich da immer rauf. Die habe ich mir hierfür vorgeschnitten. Das habe ich schon mal gemacht. Die kommt jetzt, das ist das, die Größe vom Fenster, von dem Rad. Die kann ich mir dann so hier so hinhalten auf jeden Fall. Auf dem Stein wegen Höhe. Wegen dem Bogen. Wegen dem Bogen. Und dann geht's halt ab. Ihn immer hin, guck, ob das passt. Nachher nehme ich ihn weg, setz wieder rauf und guck immer so, dass ich mich daran richte. Und wenn ich dann hier auf diese Höhe bin, dann stelle ich das Rad da schon rein. Dann mauere ich das ein. Sehr schön. Dann nehmen wir euch jetzt mit und Hauke mauert da gleich auch was ausgesetzt schon, ne? Ja, du hast jetzt ein bisschen Flickkram. Ja, alles gut. Dann nehme ich dich auch gleich mal auf. Erstmal Frühstück, ne? Ja, eben auch spießen, ne? Auf jeden Fall. Ja, geil, ne? Oh, heiß! Oh, guck mal, wie die sich gleich aufblähen, du. Da musst du aufpassen, das erfasst deine Finger. Au! Au! Ich mache jetzt diese Blumenständer, oder wie nennt man die? Ja, da sollen Licht drauf. Licht drauf, okay. So ein, oder sowas, mal gucken. Ja. Nur was ausgesetzt wird. Genau, dann machen wir jetzt hier einen Stein. Der so rausguckt, hinten bündig und vorne guckt der halt voll raus, ne? Da habe ich jetzt eine Latte noch mir zur Unterstützung hingebaut, damit die nicht abknicken, ne? Wenn die aber trotzdem, muss gleich mal jemand einen Stein draufsetzen. Und da machen wir zwei nebeneinander und da kloppe ich dann einen rein. Und dann geht's weiter. Yummy, schön Schaschlik. Nein. Jetzt habe ich zwei schon angebildet. So. Ja, jetzt schneidet John die eben alle ran. Genau, und das mache ich dann so. Hier habe ich ja meine Schablone. Der eine Stein ist ein bisschen zu niedrig. Das macht mir nichts. Gartenwand. Ist für mich. Da kommt das Rad gleich rein. Oh, Mann, dieser scheiß Wind, ne? Das stört mich ein bisschen heute. Aber dafür haben wir den Wasserwagen zum Abstürzen, ne? Mhm. So, jetzt halte ich mir einen Stein hier rundherum hin. Hier unten habe ich ja meine Länge. Die kann ich mir ermitteln hier durch. Kann man immer eine Fuge abziehen, einen Zentimeter. Da auch ein Zentimeter, dann bin ich bei 18. Unten die Länge habe ich. Und jetzt muss ich die hier oben ermitteln noch. Da halte ich mir meinen Stein so hin hier einfach gegen meine Schablone stellen. Und dann messe ich oben gegen, also Oberkante Stein. Da bin ich dann jetzt bei 14 minus 2 Fugen, also auf 12. Und das zeichne ich mir jetzt auf den Stein an. So, das habe ich mir jetzt angezeichnet, das Maß. Einmal oben 12, unten 18. Das mache ich hier jetzt auch auf der anderen Seite natürlich genauso. Zack. 12. Sieht das jetzt aus? Jetzt mache ich den Roller. Ich habe jetzt rechts und links schon mal die ausgerichtet, also dass die Maßen hier und da gleich sind. Ja, das klatscht einfach hin. Habe hier eben mir die Schichten hier angezeichnet. Muss ein bisschen aufdrehen, aber das merkt man nachher nicht. Hast du nur eigentlich am Arm gemacht heute? Habe ihn bei den Händen rausgezogen. Ja, und dann setzt man den. Setzt sich so hin. Ein bisschen ausrichten. Ist halt ein bisschen wackelig, wenn ich jetzt auf dem L5er nur mauer, aber es geht eigentlich auch. Und dann klatsche ich die da so hin. Zeige ich auch nachher mal noch einmal, wenn die fertig ist. Alles klar. Auf jeden Fall geht es jetzt in Zeitraffer. So, John. Ja, ich schneide jetzt den letzten Stein hier rein, ne? Dann ist das Rad eingemauert auf jeden Fall. Die Schneidearbeiten sind auf jeden Fall weg.
das, was am längsten aufhält. Dann kommen noch zwei Schichten rüber, dann kommt die Geräuschschicht. In den Turm noch eben reinmauern, das hier. So, John ist jetzt wieder auf Knien, mauert die letzte Wand. Genau. Der mauert das hier mal eben auf Höhe. Ich kratze auch. Wie da, Hobby gemauert hat. Und den mauert Hobby die Zipfel mit selber auf und kratzt aus. Wir machen heute ein bisschen schneller, weil Hobby muss bald los. Und wir wollen das eben vorher fertig haben, damit die Terrasse mit Maurerarbeit erstmal fertig ist. Ja. Da steht schon Deko. Da steht schon Deko. Ja, das ist Frauen. Ne? Hier würde ich wahrscheinlich noch überall so kleine Beete anlegen mit. So einem hier als Kannstein, ne? Ja. Und dann ist die Terrasse erstmal abgehakt. Gepflastert wird nächstes Jahr. Dieses Jahr nicht mehr, wenn ich die aufhöre, unsere Aufwärtspflaster. Und da hinten die Einbuchtung und alles. Hier muss noch ein bisschen was gemauert werden. Einfahrtstor und sowas. Deswegen. Ah. Na, du bist 30, ne? Du bist schon 30. Das Alter ist die Kilogrammanzahl. Ja, ja, geil. Und dann, ich würde sagen, wir machen wieder einen kleinen Zeitraffer, wie das eben fertig wumpfen hier. Und nehmen wir das wieder mit, ne? Jo. Zeitraffer mit ein bisschen Mucke, ne? Ja, tschüss. Dagegen? Nee, keine Ahnung, so egal, jetzt, Video geht jetzt. So, ich mach den Aal, ich hau ab, John Moore, den Rest jetzt fertig. Ja. Sorry, ich mach noch eben den Rest zu Ende. Dann ich nehme noch eben mit kurz. Zeit drauf. Hauke sagt schon mal tschüss. Wir haben kein Gewinnspiel gemacht. Nee, haben wir heute nicht. Dann ist das so. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Ja. Hoffentlich habt ihr was gelernt. Genau. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ja. Abonnement. Genau, Abo kommentieren. Und ne. Gut. Ja, Hauke haut ab, ich mach noch weiter. Ich mach weiter mit kurz. Und dann. Dankeschön euch. Noch einen schönen Tag. Ciao. Sorry.